Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft Beige. Mit allen Leuten, die hier zu sehen sind und ein paar anderen, die hier nicht zu sehen sind. Hallöchen! Hallo! Hallo! Hi! Gut, wie immer am Anfang der Aufnahme, kurze Lagebesprechung dessen, was wir hier jetzt machen. Wir bauen. So. und zwar würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass die Leute, die noch was zu tun haben, das Ganze abschließen, beziehungsweise die Kitty möchte eine Windmühle an das große Feld außerhalb unserer Burgmauer bauen. Richtig. Und die Leute, die jetzt noch was zu tun haben, machen das, wie gesagt, fertig. Und die Leute, die nichts zu tun haben, die können ebenfalls, wie Juju und ich in den letzten Folgen, anfangen, ihr eigenes kleines Haus zu bauen. Aber bitte versucht es so zu legen, beziehungsweise mit der Allgemeinheit ein bisschen abzusprechen, dass wir da auch noch gescheit eine Straße von A nach B kriegen, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist es auch irgendwie doof. Nicht? Ja. Nicht. Ich möchte ein gemeinsames Ja. 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 Ja, ja, okay, so. Jenny. Nein. Ja. Möchten wir mal eine kleine Rundschau machen gehen zusammen so? Ah, das könnten wir mal tun, ja. Es wurde öfters in meinen Kommentaren, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, danach gefragt, dass wir mal eine Rundschau machen sollen und mal zeigen sollen, was hier so abgeht. Das können wir tun, ja. Okay, dann lass uns mal los. Was macht eigentlich dieses Band? Das ist ja wurscht. Keine Ahnung. Wo fangen wir denn an, Jenny? Du darfst entscheiden. Ich würde sagen, an unserem Schuppen da. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem Schuppen da. Ja. So, also das Ding hier ist ja schon eigentlich in den ersten Folgen entstanden, ne? Beziehungsweise wurde es ja schon in der ersten Session angefangen zu bauen und wurden dann in der darauffolgenden, beziehungsweise in den darauffolgenden Sessions abgeschlossen. Unser Kistenraum ist auf jeden Fall sehr belebt und in Benutzung. Kann man nicht sagen, das ist alles so eingestaubt ist hier. Nee, sieht alles gut aus. Mhm. Ist sogar jetzt mittlerweile ein Dach drauf, fällt mir mal auf. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir natürlich altbekannterweise unser Sammelschlafbettchenraum. Sehr wichtig für uns, beziehungsweise für die, die hier ständig Creeper in die Luft jagen. Ne, Leo? Gut, was haben wir hier denn noch? Hier hinten haben wir den... Ach nee, hier kommen wir gar nicht lang. Hier hinten haben wir diesen komischen, coolen Weg, der hinter das Haus führt. Ist Jenny noch hinter mir? Ist Jenny noch bei mir? Kann mir Jenny noch folgen? Ja, da bist du. Ich halte mich noch hier auf, ja. Ich bin jetzt einfach mal hier rechts rumgegangen. Achso. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo der hinführt. Wahrscheinlich einmal ums Haus. Okay, einfach rum. Einfach nur hinters Haus und hier gibt es eine Leiter nach oben auf die Mauer. Okay. Ecki, machst du eigentlich noch die Mauer weiter, beziehungsweise fertig? Ich habe einen Creeper gehört. Schöner, ja. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Also nicht fertig? Nicht fertig, nein. Okay. Und was soll das hier werden? Das ist ja ein unfertiges Haus, habe ich das Gefühl. Oh Gott, renn. Renn, 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 renn. Renne. Renne. Ich renne. Okay. Ich glaube, du bist außer Reichweite des Creepers, der immer noch hinter dir ist. Nehmen oh Gott, da ist noch einer. Wow. Okay, ich glaube, dieser Rundlauf wird jetzt noch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Yay. Wir sollten einfach gehen. Ja gut, hier geht es dann an der Mauer lang. Genau. Ich denke mal, das sollte für alle Leute erkennen. Warum haben wir das Ding eigentlich bei Nacht? Creeper! Da boah, unten steht Creeper unser Haus. Dahin steht das Haus von Niki. Die dieses wunderschöne Bauernhäuschen gebaut hat da. Was gab's denn da noch? Ach, der Garten. Ja, der Garten war hier rechts neben dran. Vorne der Eingang. Ja. Gut, dann haben wir hier natürlich nochmal dieses wunderbare Feld. Ich weiß gar nicht, von wem das dann eigentlich final angelegt wurde. War das Leo? Ich weiß es nicht. War es nicht Jojo? Ich habe keine Ahnung. Dito. Gut, dann sind wir uns ja einig, dass wir beide keine Ahnung haben. Mhm. Jana Craft war das. Sie hat's geschrieben, guck mal. Yay. Sie hat's lautstark im Chat verkündet. Sehr gut. So. Was haben wir hier vorne? Hier vorne geht's dann natürlich zu Jennys Ausgang. Ja. Der sogar schon relativ nah bei unserer Straße ist. Manometer.
Das ist ja krass. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel bauen und da haben wir hier vorne den Teil mit hinten dem Teil schon verbunden. Müssen wir nur aufpassen, hier scheint es ziemlich dunkel zu sein, was natürlich auch bedeutet, dass hier relativ viele Monster sein können. Ja, die kommen ab und zu hier an der Seite so drüber. Also hier unten eigentlich weniger, mehr so daneben, die dann hier drüber klettern. Okay, also hier lang, nee, hä? Wo? Oben, über der Mauer hier. Ach, die da runterfallen, sagst du? Hm. Ah, okay. Ja, gut. Das ist ja alles nicht so dramatisch, denke ich mal. Wenn man da, natürlich, es war dramatisch, ja. Total. Der nächste fliegt direkt in die Luft, jawohl. Jo, und das ist eigentlich schon der kleine Überblick über das, was hier gerade los ist bei unserem kleinen mittelalterlichen Dörflein. Vorsicht, Creeper links. Was? Ach da. Hinter dir sollte irgendwo ein Creeper sein. Leute, alle, die automatischen Creeper an Magneten haben, sollten sich jetzt davon entfernen. Ja, genau. Und nicht Richtung Dorf lotsen, bitte, danke. Ja, und das Einzige, was wir eigentlich noch außerhalb von unserer Stadtmauer haben, ist dann das Feld, zu dem Kitty gerade noch eine Windmühle baut, nicht? Ja. Demnächst, ich bin gerade noch farm. Wir brauchen Eisen, okay. Wir haben fast kein Eisen mehr. Das mit dem Eisen ist aber auch eine Sache, ey. Vorsicht, da ist ein Creeper um die Ecke links, ne? Jetzt was nicht er sagen können? Ich dachte, er ist noch ein bisschen weiter weg. Er hat bei mir vorhin irgendwo hier gestanden. Nein. Oh. Da stand er nicht mehr. Gut. Ich habe aber auch... Doch, ich habe noch ein bisschen dort zum Auffüllen. Da sitzt mein Hund. Das bringt uns aber, glaube ich, relativ wenig. Hast du gerade auch einen... Hast du gerade auch einen Enderman gehört? Wo ist der Enderman? Ich sehe keinen. Wir wollen keinen Enderman! Okay, das hier kann ich leider nicht weitermachen. So viel Holz habe ich, so viel Sachen habe ich nicht. Ich könnte dieses Holz bieten. Und das mache ich auch nochmal dahin. Und dann setzen wir hier einfach noch ein bisschen Dirt hin. Und Kabel... Stimmt. Und das hier und das. So, passt. Ja. Fällt später gar keiner mehr auf. Was sagt Herr Kartoffel? Zu was denn? Mit der Zucht von mir, merkt es, jetzt habe ich gesehen, ich möchte hier bauen. Wie ist diesmal mit Reden im TS? Ja, ihr dürft gerne reden, ihr dürft mit uns kommunizieren. Ich möchte mal kurz anmerken, wir sind in der Nähe einer Mine, ich habe einen Smaragd gefunden. Ach, Kitty, du findest auch alles. Ich weiß, wo ich suchen muss. Will auch. So. Wenn alle damit einverstanden sind, ich will jetzt erstmal mein Inventar ein bisschen entleeren. Wenn du wo baust? Vor dem Bauernhaus. Ich baue hier gegenüber von Leo. Ja, wenn du dann noch eine gute Straßenanbindung hast, dann ja. Es ist vor dem Bauernhaus, da ist die Straße. Wie willst du denn vor dem Bauernhaus noch bauen? Gegenüber von der Straße. Ach, da direkt da so. Ach so, ja. Ja, natürlich, ja. Okay, danke. Oui, oui. Ich denke mal, das sollte perfekt funktionieren. Funzeln! Denkste, ja. Gut. Ansatzweise denke ich das. Also wie viel Holzkram ich dabei habe. Dürfen wir für unsere Häuser Sachen aus dem Lager nehmen? Nein. Ja. Klar. Nein, klar! Du nimmst sie nicht. Okay. Nein, nimmst sie nicht. Nochmal ein. Oh Mann, ist mein Inventar so voll. Das gibt's ja gar nicht. Erze, da machen wir einfach mal Kohle rein. Ist ja wurscht. Gut. Was müssen wir denn heute noch machen? Jenny, mach mal einen Plan. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Musst du irgendwas machen? Ein bisschen meine Ideen hier spielen lassen. Also eigentlich muss ich nur ausprobieren. Also da kannst du nicht wirklich viel helfen. Okay, ist Juju da? Juju? Yeah. Juju? Was macht denn Juju da? Ich mache daraus Erde, weil ich den Stein hässlich finde. Ah, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Möchten wir vielleicht noch auf das Haus einen Deckel draufsetzen? Ja.
Also wir wollten ja noch ein zweites Stockwerk hier hinzaubern. Weil jetzt haben wir auch einen Vorgarten, wenn das alles zuwächst, guck. Ja. Da könnte man hier sogar eine Reihe Zäune hinmachen. Ja, könnte man. Und dann hier was ansehen, weißt du? Ja, na. Was soll das denn jetzt? Aber das wird ein Loch. Meins. Nein. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Erde. Nee, da müssen wir noch ein bisschen aushöhlen. Ja, den Stein hier weg, ne? Damit wir ein Fenster sind. Und eventuell auch noch ein bisschen hier oben, dass man da wenigstens ein bisschen gut raussehen kann. Ja, dann mach du oben. Ja, dann mach du oben. Okay, Schaufel. Oh, Jana, danke. Bitte. Bitte. Okay, was ist das? Ah. Was ist was? Ich will's auch wissen. Echt? Wissen. Wer hat denn jetzt gerade Wissen gerufen? Holy Shizzle. Wer war das nur? War das etwa Lizzle? Natürlich. Was mit mir, Baum? Baum? Ja, aber immer Baum. Baum ist toll. Du bist ein Baum. Baum. Nichts gegen Baum. Holzkopf. Okay, Juju, jetzt müssen wir das ungefähr bis hierhin noch so ein bisschen abtragen. Ja, ich kümmere mich schon. Und hoffen, dass das dann gut aussieht und dann ballern. Ich bring das schon zum gut aussehen irgendwie. Ich sehe gut aus. Hey. Stell mir jetzt mal eine Frage. Raro, was sagst du dazu? Will ich es wissen? Oh, what the hell? Alter, weißt du, letztens wurde sich beschwert, dass ich verschiedene Holzarten benutze bei den Zäunen, ne? Gucken wir mal ganz kurz hier zu diesem Tiergedöns, ne? Da ist Holz und dann ist da Stein. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Tja, sind drei verschiedene Holzsorten. Fichte, Eiche und Schwarzeiche. Ja, ich merke das schon, das sieht gut aus. Schau jetzt her. Hast du nichts zu tun? Was? Nein, ich. Hast du nichts zu tun? Baue. Haus. Was denn? Haus. Wo? Hier. Ja, leg los. Mehr? Ich möchte das begradigen. Ah, okay, dann begradige mal. In 5 Minuten komme ich wieder. Da ist ja ein bisschen was gerade, ja? Es reicht. Wie viel willst du? Nein, ich mach dann. Nein, das reicht noch nicht. Okay, willst du denn hier oben drauf direkt ein Dach haben oder willst du da noch ein Stockwerk drauf? Nee, wir können das Dach direkt drauf machen, weil man kann unter dem Dach ja noch ein Stockwerk machen, ne? Aber dann stellt sich mir eine neue Frage. Wie willst du das Dach aussehen lassen? Den Dach. Wie so ein Dach halt aussieht. Mit Treppen. Auf so ein unförmiges Haus. Ja, dann mach ich das halt, wenn du das nicht hinbekommst. Wow. Ah ja, klar, er drückt sich. Heble, ja, muss ich das Werk hier alleine abtragen? Ja, ich hab gedacht, wir sind schon fertig. Nein, okay, weg, Willi, es passt schon. Nein. Doch. Jetzt nicht mehr. Doch. Ich will dann halt hier noch ein bisschen was vom Garten reinmachen. Auch ein Weil guck, wenn wir das jetzt so machen, dann sieht das schon sehr viel besser aus. Auch ein Eimer. Hat jemand einen Eimer? Baum. Nee. Oh. Den bräuchte ich gleich aber auch. Dann noch ein. Ich glaube, der ist in irgendeiner Rüstungskiste. Passt jetzt noch ein bisschen naturlicher? Naturlich? Naturiger? Ja. Naturjoghurt. Oh, ja. Naturjoghurt ist cool. Passt, Billy. Und dann machen wir nämlich hier, guck. Dann machen wir hier rein unseren Garten und der geht hier nach vorne. Okay. Das heißt, wir haben Sicht auf unseren Garten. Dann. Okay. Ja. Kannst du die Steinchen hier noch wegmachen? Die bitte auch noch. Weißt du noch den Erdblock, den ich gekriegt habe mit dem Gras drauf? Den können wir jetzt einsetzen. Nein, da ist doch genug Gras drumrum. Ja, aber dann wächst da schneller Gras. Nein, den brauchen wir vielleicht später noch.
Okay. Wenn wir irgendwann mal die Wüste besiedeln wollen oder so. Das ist immer noch mein Erdblock, ja. Der Garten für unser Haus wird natürlich genauso prachtvoll wie das Haus selbst. Also eigentlich gar nicht. Aber das muss ja keiner wissen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und seine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.